Fans TV ist beim Popschlagerclub Künstlertreff im Schacht 9 in Gelsenkirchen. Bei mir ist Faro oder Christian Martin. Ja. Faro. Christian Martin müssen wir leider in die dritte Reihe schieben. Dritte? Ja, dritte. Nach RTL. Musikalisch dritte Reihe. Faro erste Reihe. Faro erste Reihe. Was steht in der zweiten? Parfüm. Nee. Zweite Reihe ist, ne Quatsch, zweite Reihe, ja, kann ich noch nicht drüber reden. Geheimnis. Ja. Klein Tipp. Tipp, eigenes Format. Du sprichst es gerade an, RTL, Supertalent, du bist in der Show, wie läuft es da? Ja, es lief gut, ich bin ja raus. Trotz 3 Jahren bin ich raus und auf eigenen Wunsch auch, weil man auch eingesehen hat, es kann keine Steigerung kommen, genauso wird man es auch verkaufen. Weil ich muss nochmal antreten zu dieser, damit es vernünftig wirkt auch, zu der Halbfinalentscheidung. Wird aber auch keine Show mehr geben, sondern es wird ganz einfach gesagt, wir haben das, sagen wir mal, das Highlight gesehen. Das Highlight war halt Silvia oder Silvi, ich sage immer Silvia, ich kriege immer Ärger mit ihr. Also Silvi und die Bundeskanzlerin kommt nicht zum Hypnotisieren. Jetzt muss ich ja wirklich sagen, da hast du, und ich bin ja auch ein Fan von ihr, da hast du Frau van der Vaart hast du angefasst. Mit welcher Hand? War das die oder die? Ah, also, könnt ihr das mal vormachen? Nein. Doch, so? Ich habe sie so angefasst. So? Wer genau darauf geachtet hat, hat gesagt, er hat doch gesehen, dass sie mit ihr gesprochen haben. Ja. Silvi, ich habe gar nicht wahr. Ich habe gesagt, Silvia. Silvia. Bist du dir sicher? Ja. Und dann hast du mir gesagt, ja, aber ich heiße Silvi. Ja, hat sie gesagt. So. Na, das war schon also sensationell. Wir haben das ja wirklich verfolgt, wie du das gemacht hast. Ich habe vor Begeisterung, ich bin von der Couch aufgestanden, Standing Ovations, als es ja, ja, ja hieß und du in die nächste Runde kamst. Können wir denn so einen kleinen Teaser geben, wie es dann weiterging oder was jetzt passiert? Weil jetzt kommt die große Welle, mein Freund, das ist doch klar. Ja, die Welle ist angefangen, eigentlich schon in der Nacht. Gib ihm erstmal einen großartigen Applaus. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja. Das war jetzt der eine Teil von dir, aber jetzt... Ja, wir sollten aber eins dabei sagen. Ja. Mich sieht man nur noch einmal, nämlich in der Halbfinalausscheidung, wo ich nicht weiterkomme. Jetzt hast du es verraten. Ist ja nicht schlimm. Okay. Nein, ich kann es doch erklären. Ich komme deshalb nicht weiter, weil ich eigentlich möchte, dass ihr den Sender wechselt ab 1. Januar. Nach Sat.1. Nach Sat.1. Bitteschön, genau. Es kommt nämlich eine Fernsehsendung mit Faro bei den Kollegen von Sat.1. Und von daher Fans TV. Und produziert wird es von Tresor TV. Die Popstars waren, die Heidi Klum machen. Da weiß man also, es kommt was Gutes. Du bist in besten Händen. So. Ich bin in besten Händen.